hin und wieder, und damit meine ich nur ab und zu, gelegentlich, verlasse ich das Haus, gehe raus, und was sehe ich dann? Kranke Menschen, überall sind kranke Menschen. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Es gibt doch 5 einfache Tricks, wie man nie krank wird. Und das muss ich einfach mal erzählen. Also, gut aufgepasst und dann werdet ihr nie wieder krank. Und da es gerade richtig angesagt ist, mit Stiften auf Papier zu malen, witzige Dinge zu zeichnen, leite ich jetzt die Formel her, wie man viel Spaß hat und wenig dafür tun muss. Also aufgepasst und mitgeschrieben. Eigentlich wisst ihr ja, wie die Formel ist. Steht ja immer in einem Tafelwerk. Winter plus kalt plus krank ist gleich kein Spaß. Smiley lacht nicht. Ja? Logisch. Wir wollen aber Winter plus kalt plus gesund. Weil dann Spaß. Smiley lacht. Yippie! Mit richtigen Variablen ist die Formel natürlich so. Also schon umgestellt. A plus B ist gleich C minus D. Das Problem ist jetzt dieses Minus. Das Minus macht uns zu schaffen, weil das macht uns krank. Wie bekommen wir jetzt dieses Minus weg? Wir wollen ja A plus B ist gleich C plus D. Ja? Da wollen wir hin. Gesund, Spaß. Krank, kein Spaß. Wir brauchen also etwas, um das Minus auszugleichen. Dafür brauchen wir ein Minus. Natürlich, ein Minus brauchen wir. Und wie geht das mit dem Minus? Wir müssen also Dinge machen, die uns keinen Spaß machen. Dann bleiben wir gesund. Ganz logisch. Deswegen die folgenden 5 Tipps. Bevor ich gleich zum ersten Tipp komme, vielleicht noch kurz ein Update, was das Baby angeht. Also das wächst super. Das hat auch ziemlich viel Spaß gerade, glaube ich. Und ja, dem geht's gut, natürlich. Ist den ganzen Tag mit Magdalena zusammen. Also natürlich geht's dem Kind gut. Genau, und dann kommen wir gleich zum ersten Tipp. Wie werde ich nie krank? Und zwar, ja, damit. Apfel 2.0. Zwiebel. Das ist hier nur eine halbe, die andere halbe habe ich heute schon im Büro gegessen. Kann man auch mal den Kollegen anbieten, von gegenüber vom Schreibtisch. Und ja, kann man einfach mal so essen. Einfach lecker. Warum gehen Leute mal Apfel essen? Einfach mal schön die Zwiebel. Ganz wichtig, erster Tipp. Für den zweiten Tipp brauchen wir Wasser und hochdosiertes Zink, 25 Milligramm Minimum.
Tipp 3, Ingwer. Schön, Daumen breit, Daumen hoch, Daumen lang. Einmal Daumen bitte. Tipp Nummer 4. Lecker Salzwasser gurgeln. Ganz wichtig beim Gurgeln, singt euer Lieblingslied. Oder synchronisiert ein Formel 1 Rennen. Und der letzte, aber vielleicht beste Tipp. Macht eine sexy Nasendusche. Wenn ihr dabei auf ein besonders schweres Modell zurückgreift, könnt ihr sogar gleichzeitig noch ein paar Fitnessübungen machen, um euren Bizeps ordentlich zu pumpen. Und auch die Brustmuskeln könnt ihr damit trainieren. Einfach ordentlich schütteln, das Ding. Und das Wichtigste bei der sexy Nasendusche selbst, ordentlich abhampeln und das komplette Bad einsauen. Daraus also das Wichtigste, Minus in Minus ist Plus, mal kurz zusammengefasst, Dinge tun, die keinen Spaß machen, um viel Spaß zu ernten. Ingwer essen, Zink trinken, natürlich nur hochdosiert, 25 Milligramm, nicht diesen billigen Ekel-Schnickschnack aus der Drogerie nehmen, immer schön in die Apotheke gehen, immer mal ein Stück Zwiebel essen, zwischendurch im Büro, auch gerne mal im Supermarkt ein Stück naschen, bietet sich ja an, liegen da rum die Dinger, kann man einfach mal kurz reinbeißen. Außerdem Nasendusche, sexy oder nicht, Hauptsache Nasendusche und Salzwasser gurgeln. Damit kann eigentlich nichts passieren. Wenn ihr jetzt noch krank werdet, dann wird es auch nicht besser. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal mache ich was anderes. Wenn ihr wissen wollt was, dann müsst ihr abonnieren. Und wenn ihr wissen wollt, was ich schon bis jetzt so gemacht habe, dann andere Videos gucken. Und dann danke für die Aufmerksamkeit. Und tschüss.